mittlerweile 500.000 Muslime in Österreich und insofern, wenn wir es ernst meinen mit der Religionsfreiheit, braucht es natürlich auch Rahmenbedingungen, damit Religionsfreiheit stattfinden kann. Da gehört zum Beispiel ein Friedhof dazu, gehören Gebetsräumlichkeiten dazu und vieles mehr. Und was ich aber ganz besonders finde an dem Projekt, und da möchte ich dem Landeshauptmann und dem Bürgermeister und allen Beteiligten gratulieren, weil da in Wahrheit ein Geist vorgesetzt worden ist, der schon lange in Vorarlberg herrscht. Dazu gehört Wissen, dazu gehört Kompetenz, dazu gehört Zusammenfassung dieses Wissens und Distribution, Verteilung dieses Wissens. Und diese Studie von Elisabeth Dörler war eigentlich der Beginn dieser ganzen Sache, aber repräsentiert auch die Charakteristik dieses Prozesses als Lernprozess. Ja, über diesen Lernprozess möchten wir heute noch ausführlicher sprechen. Ich möchte jetzt den Attila Dintscher fragen. Attila Dintscher hatte eine ganz besondere Funktion in diesem Projekt. Er war nämlich der Sprecher der Initiativgruppe. Attila, wer ist bei dieser Initiativgruppe dabei gewesen, muss man sagen? Denn ich denke, mit heutigem Tag gibt es diese Initiativgruppe ja nicht mehr. Das ist richtig, das dürfte meine letzte Funktion sein heute. Ich bin stolz darauf, hier sein zu können, aber ich bin, wie Sie sagen, nur Sprecher. Die Initiative schon Ende 90, wo die Situation klar war und der Paradigmenwechsel vollzogen war. Wir sind eindeutig Vorarlberger, Ja zu Vorarlberg, Ja zur Integration, Ja zur Sprache, aber es braucht auch mehr, es braucht Infrastruktur und gerade in diesem sensibelsten Bereich, dem Tod, damit eben Vorarlberg zur Heimat werden kann, über den Tod hinaus.